Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich die Cache-Adressierung vorstellen kann. Mit Schokolade. Ich will ja jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, das ist am verständlichsten. Die Adressierung für den Cache teilt sich ja ungefähr in drei Stufen. Man hat das Tag, ich schreibe es mal hin. Man hat die Adressierung an sich. Wir nennen das mal die, also für das Set, die Set-Adressierung, sagen wir mal. Und dann hat man noch das Offset. So, wie können wir das jetzt zuordnen? Das Tag ist im Grunde die Verpackung. Das heißt, anhand der Verpackung kann ich eindeutig identifizieren, ist das die Schokoladenform, die ich haben will. Das Offset ist wahrscheinlich auch relativ einfach. Das sagt mir zum Beispiel, ich will genau dieses Stück hier haben. Ich will nicht das hier und ich will nicht das hier und ich will nicht das hier. Ihr fragt euch jetzt, wieso will ich denn genau dieses Stück hier haben? Das ist doch irgendwie voll blöd bei der Schokolade. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag die Nussschokolade oder vielleicht die mit Erdbeere. Und dann ist hier genau eine Nuss drunter, eine fette. Dann sind mir die anderen hier alle voll egal. Also genau, das Offset sagt mir, dass ich eben dieses Teil haben will. Und das Set ist im Grunde, könnte man dazu rein sagen, machen, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier eine Charge und das geht nach hinten irgendwie so dreidimensional. Und dann sind ganz viele Milka-Tafeln drin. Und wir haben auch hier eine Charge mit ganz vielen Milka-Tafeln drin. Ich will immer noch keine Schleichwerbung machen. Dann würde uns das Set im Grunde sagen, wir wollen hier hingucken und dann gucken wir mit dem Tag, okay, das ist tatsächlich die Verpackung, die wir kennen. Gut, das ist alles okay. Das war im Grunde schon das Grobe von diesem Video.